Um zu sehen, wohin der nächste Castortransport geht, muss man bis an den Rand der Republik fahren. Das Zwischenlager Nord in der Nähe von Greifswald an der Ostsee. Schon jetzt liegt in den Hallen hinter dem hohen Zaun Atommüll. Wer ihn sehen will, muss eine Reihe aufwendiger Sicherheitsmaßnahmen durchlaufen. Wir müssen jetzt jeder ein Tagesdosimeter nehmen. Hier wird die Strahlung gemessen, die wir jetzt bei dem Besuch des Zwischenlagers bei der Halle 8 abbekommen. Also so ein kleiner Geigerzähler, der dann piepst, wenn ich zu viel Strahlung hatte? Sie dürfen als Besucher 50 Mikrosievert hier sozusagen, das ist unsere Grenze. Was ist das so? Wie viel ist das? Das ist so viel wie ein Flug, wenn Sie von hier nach Amerika fliegen würden. Das klingt zunächst nicht weiter gefährlich. Doch in der Umkleidekabine wird das Risiko der Kontamination schon konkreter. Sagen Sie, Frau Philipp, was hilft das denn nun, wenn wir uns jetzt hier so ein Basecap aufsetzen und so ein weißer Stoffanzug? Das ist ja kein Strahlenschutzanzug, oder? Nein, das soll nicht vor Strahlung schützen. Hier schützen wir uns vor einer Verunreinigung mit radioaktiven Stoffen. Dass die Sachen, dass die privaten Sachen jetzt, die wir jetzt hier unter haben, dann nicht irgendwo mit Radioaktivität, also radioaktiver Stoff, sich hier irgendwo anlagert. Deswegen dürfen wir auch die Kamera nicht mit einer Stofftasche haben, keinen Rucksack mit reinnehmen, weil man das natürlich ganz schwer sauber kriegt. Die Hände können wir zur Not waschen, das ist auch kein Problem. Auch selbst die Haare, die jetzt rausgucken, kann man waschen und damit ist das auch wieder weg. Zunächst führt uns die Pressesprecherin in das Abfalllager. Hier stehen keine Kastoren mit hochradioaktivem Müll, sondern Container mit schwächer strahlendem Inhalt. Es sind vor allem die Überreste von stillgelegten Atomreaktoren der DDR, die hier langwierig zerlegt werden, um sie anschließend zu lagern. Dann haben wir hier auf der anderen Seite Bearbeitungsstationen, wo die Anlagenteile dann auch bearbeitet werden können, zerschnitten werden können. Wir haben eine Hochdruckpresse, wo Fässer gepresst werden kommen, um Lagervolumen zu sparen. Das ist hier sozusagen alles hier in dem Abfalllager. Der Weg zu den Kastoren führt durch zahlreiche Schleusen und Kontrollen. Hinter verschlossener Tür werden wir mit einem Metalldetektor untersucht und abgetastet. Inselbereich nennt sich der Teil, in dem schließlich die Castor-Behälter stehen. Es ist kalt, weil die strahlenden Abfälle abkühlen sollen. Deshalb hat die Halle Lüftungsschlitze. Hinter dieser doppelten Wand dort kommt die Luft rein. Sie geht dann an den Kastoren vorbei und kann oben wieder ausströmen. Aber wir sehen auch, es ist offen. Wenn es schneit, wenn es stürmt, kommt natürlich auch Schnee und Regen hier rein. Das Schmelzwasser wird aufgesaugt und in gelbe Fässer gefüllt. Kontaminiert ist es angeblich nicht, kontrolliert werden muss es trotzdem. Hier im Zwischenlager Nord stehen bislang mehr als 5000 Brennelemente in Castor-Behältern. Um zu zeigen, wie unbedenklich diese Lagerung ist, bietet uns Marlies Philipp an, einen der Kastoren anzufassen. Ein bisschen staubig sind unsere Kastoren. Ich finde das schon relativ komisch. Der ist aber ganz, also nicht doch, es ist nicht auf jeden Fall ein bisschen wärmer als draußen. Hier, ne? Genau. Hier ist es ja im Moment ziemlich kalt und ich würde sagen vielleicht also so es ist da was 5 drin, bis 10 Grad. Was warm ist, aber viel nicht. Macht Ihnen das Sorgen, sowas anzufassen? Nein, muss ich sagen. Ich arbeite seit 1979 im Kraftwerk. Ich glaube, wir gehen wieder ein Stückchen weiter weg. Wir müssen nicht aufgrund des Strahlenschutzes hier so lange stehen bleiben. Ich weiß, dass ich unter Kontrolle bin. Ich weiß, dass der Strahlenschutz weiß, wo ich hingehen darf. Doch es bleibt ein mulmiges Gefühl angesichts der unsichtbaren Gefahr. So sicher die Lagerung und die Kastoren angeblich sind, das Ende unseres Besuches können wir nicht filmen, weil die Kamera, genau wie wir selbst, auf eine mögliche Kontamination untersucht werden muss. Immerhin, in der Stunde, in der wir in den Hallen waren, haben wir den Strahlungsgrenzwert für Besucher nicht erreicht.